Tja, das war sehr viel, was sich heute ereignet hat. Wir kommen jetzt zum Fußball. Und da haben ja die Fans des TSV 1860 München in den letzten Wochen sehr viel erleiden müssen. Was sie besonders traurig gestimmt hat, die Anhänger dieses Traditionsclubs, war nicht nur die Tatsache, dass die 60er so weit hinten stehen in der Tabelle, sondern vor allem eben, dass sie keine Tore geschossen haben. Tore, Tore wollte man endlich mal sehen. Und heute zu Gast am vorletzten Tag der Vorrunde in der zweiten Bundesliga-Gruppe Süd das Schlusslicht mit ziemlichem Abstand Rot-Weiß Erfurt. Also wenn es da nicht klingelt, aus dem Grünwalder Stadion, Axel Müller. Das Rezept auf schneeigem Untergrund hieß heute mit Einsatz druckvoll nach vorne, aber einfach spielen und möglichst viel aufs Tor schießen. Florian Hinterberger, endlich wieder fit, fasste sich als erster ein Herz. Er ebenso wieder in der Mannschaft wie Horst Schmidbauer, der zweite Angreifer neben dem Dänen Frank Pingel. Wer angesichts des Tabellenstandes des Gegners ein Spiel auf ein Tor erwartet hatte, sah sich schon bald getäuscht. Der Schneeboden gestattete so manchen überraschenden Spielzug. Schon nach wenigen Minuten Gefahr vor Rainer Bergs Gehäuse. Auf Schneeboden den Ball flach spielen, die Löwen hatten aber ihre besten Szenen, wenn sie es anders versuchten, mit hohen Bällen auf den kopfballstarken Frank Pingel und so oft als möglich über die Flügel. Thomas Motzke mit der ersten Ecke vor etwa 9000 Zuschauern, darunter 1500 Jugendliche, die heute freien Eintritt hatten. Thomas Ziemer, da kommt Horst Schmidbauer und nach 7 Minuten der Führungstreffer. Der Wettberg hatte die Woche über Eckstöße trainieren lassen, mit stets gleicher Formation, zwei am kurzen Eck in der Mitte, die Angreifer. Eine erfolgreiche Maßnahme, die Erfurt verwirrte, wie auch diese Szene kurz darauf zeigt. Pingel, Schmidbauer, einschussbereit. Man setzte sofort nach, gab sich mit dem 1:0 nicht zufrieden. Doch aufpassen musste man auf diesem Untergrund immer. Ein Fehler, wie hier von Walter Heiner, war schnell passiert. Die Mandecker der Löwen, hier Thomas Miller, hatten aber ihre Gegner wie fast immer im Griff. Heute überzeugte besonders Rainer Maurer, nicht nur in dieser Szene. Frank Pingel trug heute die Nummer 10, es verletzten Roland Kneißl und Torhüter Peter Distel. Es flog sich schön auf weichem Giesinger Geläuf. Nach einer halben Stunde riss jedoch der Faden. Die bange Frage war, würden die Löwen versuchen, gegen den Tabellenletzten ein 1:0 über die Zeit zu retten? Ein gefährliches Unterfangen, das Rainer Berg forderte und das Carsten Wettberg auch so nicht sehen wollte. Aber was half's? Erfurt spielte unbeschwert auf, eine Mannschaft, die nichts mehr zu verlieren hat. Walter Heiner, so wie er ist, immer cool, schritt er von dannen. Dem Ansinnen der Fans entsprach Wettberg in der zweiten Halbzeit. Assistent Edi Stöhr holte den Mann, der in der letzten Zeit in Kurzeinsätzen überzeugen konnte. Schmidbauer, der Torschütze, ging hinaus. Der Joker kam nach einer Stunde Spielzeit. Hier ist er am Ball und nach herrlichem Doppelpass mit Pingel gerade noch, aber fair vom Ball getrennt. Über die fällige Ecke kam es dann zu diesem Freistoß. Motzke, Pingel, ja und endlich hat er da wieder getroffen, der Däne, und auch noch mit dem Kopf. Na also, Wettberg von einer Zentnerlast befreit. Endlich wieder mehr als ein Tor der 60er im Grünwalder Stadion. Das hat es ja schon ewig, ich glaube, seit dem 3:0 gegen Homburg. Und das war Pingels erstes Spiel nicht mehr gegeben. Edi Stöhr schnappte sich dann den Jochen Heisig. Aber bevor Kotsoliakos für ihn rausging, wurde der noch von Erfurts Alexander Konrad umgesäbelt. Dafür gab es Gelb-Rot. Die Gäste also in der letzten Viertelstunde dezimiert. 60 diktierte das Geschehen. Thomas Motzke, Albert Gröber und Baumbach, der Retter in höchster Not. Dann 6 Minuten vor dem Abpfiff der schönste Spielzug der Münchner. Pingel wieder einmal mit überragendem Kopfballeinsatz. Jochen Heisig. Und jetzt schauen Sie mal, wie sich der Däne auf dem Schneeboden bewegt. Das Timing stimmt. Gröber und 3:0, der Endstand in ein Spiel, das gewonnen werden musste, das dank einer starken Schlussphase auch deutlich gewonnen wurde.
Der Jubel am Ende fast überschwänglich. Aber wer will es ihnen verdenken? Wenn man lange Zeit Kartonisch ist und dann so wie heute Platz endlich der Knoten und haben wir gerade noch drei Stürmer-Tore gemacht, dann glaube ich, ist das schon offen für Zukunft. Das Plakat Albert Gröber ins Spiel haben Sie gesehen, oder? Das hat auch aufgemuntert. Ja, das ist klar, man sieht man, dass man nicht vergessen hat. Ja, ein Blick auf die Tabelle. Bundesliga Süd sagt uns, dass die ersten sechs Mannschaften, die die Aufstiegsrunde bestreiten, nun feststehen, von Jena über Freiburg, Mannheim, Chemnitz, Saarbrücken bis Homburg. Und dann werfen wir einen Blick nach unten. Das sind vier Mannschaften, zunächst punktgleich: Mainz, 60, Halle und Darmstadt. Dahinter dann Leipzig, abgeschlagen Erfurt. Diese sechs bestreiten ja die Abstiegsrunde.